Die erste Rednerin ist am Weg zum Pult, Sonja Hammerschmidt, SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf zum E-Government sollen weitere Schritte gesetzt werden, um das Agieren im Internet für Konsumentinnen und Konsumenten mittels elektronischer ID verbessert werden und Möglichkeiten geschaffen werden, die bis dato nicht so einfach waren. Das ist prinzipiell begrüßenswert, aber es fehlt zu diesem Gesetz die Datenschutzfolgeabschätzung und Fragen der Datensicherheit sind nicht ausreichend beantwortet worden, auch nicht im Ausschuss. Aber darauf werden Petra Oberrauner und Katharina Kucharowicz noch eingehen. Ich möchte mich eigentlich fokussieren auf die Technologie per se und den Umgang mit dieser Technologie, denn uns fehlt für den Beschluss von Detailmaßnahmen wie diesen die wesentliche Basis. Und was ist das? Es fehlt uns eine breit getragene, gesellschaftlich diskutierte nationale Strategie im Umgang mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Denn künstliche Intelligenz ist dabei, unsere Lebens- und Arbeitswelten komplett über den Haufen werfen und damit müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen. Was es gibt, ist ein Papier des Robotikrats, ja, aber dieses Papier ist weder im Ausschuss diskutiert worden, noch im Hohen Haus diskutiert worden und noch nicht vorgestellt. Ich möchte Sie daher mitnehmen zu einem Gedankenexperiment folgendermaßen. Was wäre, wenn wir nicht nur UserInnen von Computern, von Daten und Software wären? Was wäre, wenn wir nicht nur EmpfängerInnen wären, die gefiltert durch Algorithmen mit einseitigen Informationen auf Social Media und im Internet überhäuft würden oder elektronisch einen Führerschein beantragen könnten? Sondern wenn wir alle zumindest ansatzweise verstehen könnten, wie diese Technologien funktionieren, wenn wir eine Kontrolle darüber hätten, wenn wir als Gesellschaft einen Diskurs darüber führen würden, was wir uns von künstlicher Intelligenz erwarten. Denn nicht alles, was Technologie kann, ist gut. Und das sage ich als Technologin, aus Überzeugung. Es gibt ein Land, das sich diesem Prozess gestellt hat, nämlich den breiten gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist wieder einmal Finnland. Wenig überraschend. Bereits seit 2016 lernen alle Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse den Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit ganz spielerischen Programmierübungen, um begreifbar zu machen, was diese Technologie kann und diese zu nutzen. Aber nicht nur die Kleinen lernen, auch die Erwachsenen werden geschult, die Lehrerinnen und Lehrer genauso wie die Seniorinnen und Senioren. Denn es gibt dort einen Online-Kurs 5 Wochen lang oder 6 Wochen lang, glaube ich sogar, 6 Wochen lang mit 5 bis 10 Wochenstunden zur Ausbildung der Gesellschaft, um im Anschluss einen Diskurs führen zu können, was Finnland sich wünscht von künstlicher Intelligenz. 550.000 Menschen haben diesen Kurs bereits absolviert. Darauf aufgesetzt wurde eine Challenge für Unternehmen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien haben diese Kurse absolviert. So ist ein breiter Dialog möglich. Und was Finnland noch gemacht hat, es hat intensiv in künstliche Intelligenz, in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich bereits investiert. Hunderte Millionen Euro. Seit Jahren. Und damit sind sie aber auch wieder einmal in Europa Vorreiter. Sie sind Innovation Leader, sie sind nicht Follower wie wir. Also, es braucht eine intelligente Strategie, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, um zu definieren, wo soll uns die Reise hinführen mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz. Und genau das würde ich mir so sehr wünschen, dass wir auch in Österreich machen. Stellen wir uns dem Thema neue Technologien, stellen wir uns dem Thema künstliche Intelligenzen, schauen wir, dass wir unsere Menschen mit den Grundkompetenzen ausstatten können, dass wir ihnen das Know-how in die Hand geben, um mitzugestalten und dass wir natürlich in Forschung investieren, damit uns dieser Prozess gelingen kann, damit wir zu Innovation Leadern werden und damit wir in Europa Lösungen bekommen zum Thema künstliche Intelligenz und nicht immer den Amerikanern es überlassen oder den Chinesen es überlassen, um iClouds und Sonstiges zu schaffen. Gestalten wir unsere Zukunft. Das wünsche ich mir von uns allen, vom Parlament, von den Regierungsfraktionen und den Dialog dazu. Danke. Finnland sei ein Vorbild im gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema künstliche Intelligenz. Kinder würden dort bereits etwa ab der ersten Klasse spielerisch den Umgang mit diesen Technologien lernen. Österreich braucht in diesem Bereich endlich eine klare Strategie, fordert Sonja Hammerschmidt von der SPÖ.